Ja, heute geht es um Jugendliche. Also ich habe mit vielen gesprochen, habe mit vielen Eltern gesprochen und jetzt schauen wir sie uns an, die Welt der Teenager. Und es ist eine eigene Welt. Und sie haben ja auch noch ihre eigene Sprache, ne? Die Jugendsprache. Und da tue ich mich auch ein bisschen schwer mit. Letztens zwei Jugendliche kamen auf mich zu und die hatten so einen Mittelalter-Slang drauf, weil einer sagte zu mir, ey du Knecht. Und da habe ich meine alte Mittelalter-Markterfahrung ausgepackt und habe gesagt, haltet ein, Fremder. Nur frisch heraus damit, mich deucht euch gelüstet es etwas nach Geselligkeit. Da sagt der eine zum anderen, Alter, komm, wir gehen, der Holländer verarscht uns. Wir betrachten uns alle Lebenswelten der Teenies. Das ist die Schule, die Freunde, die erste Freundin vielleicht und natürlich auch ganz klar die Eltern. Weil wir hatten ja Aufklärungsgespräche, Vater und ich hatten das nie so. Muss man heute auch eigentlich nicht. Teenies sind super aufgeklärt, lassen sich trotzdem Zeit mit dem Sex, also eigentlich alles okay. Benedikts Vater wollte trotzdem ein Gespräch haben. Ich so, okay, mach eins, aber das ist auch gut dann, ne? Und Benedikts Vater hat eins gemacht und er war total begeistert. Er sagte, es hat super geklappt. Er hat von Benedikt so viele neue Informationen bekommen. Pubertät ist ein extrem wichtiges Thema. Damit beschäftigen wir uns auch, was mit dem Körper so alles passiert, mit dem Gehirn und natürlich die Hormone, dieser Hormonüberschuss mit unserem Lieblingshormon der Eltern, dem Schlafhormon Melatonin. Das wird nämlich beim Teenager 2 Stunden später ausgeschüttet und so wird er quasi später müde und kommt morgens nicht aus dem Bett. Wir hatten im Studium, hatten wir eine Tiefenpsychologin, die sagte, ja, wenn ihr morgens um 6 Uhr aufsteht, sagt ihr dann ja zu dem Tag oder nein zu dem Tag. Da sagt der Student in der ersten Reihe, sagt er, sag ich gute Nacht zu dem Tag. Da kommen schon Eltern und Jugendliche zusammen danach zu mir und sagen dann in der Tat, ja, genau so ist es bei uns und verstehen dann auch einige Dinge auf einmal so ein bisschen anders. Hin und wieder gebe ich auch noch so ein bisschen so einen Tipp. Die Kunst ist, glaube ich, wirklich souverän zu bleiben, die Beleidigung über sich zu ertragen, weil man muss ja wissen, sie brauchen schon einen, auch wenn es nur zum Diskutieren ist, weil das ist für sie wichtig, damit sie ihre Persönlichkeit so ein bisschen finden können. Damit beschäftigen wir uns und natürlich auch ein bisschen diesen Stimmungsschwankungen, diesen Grenzen austesten. Ich war live dabei im Benedikt Zimmer, da gibt's Bettwanzen, die leiden unter Asthma. Ich habe unterm Bett so eine alte Einlegesohle gefunden. Benedikt meint, das wäre früher ein Chicken McNugget gewesen. Und da hört für mich auch der Spaß auf. Bei Essensresten hört für mich der Spaß auf. Trotz aller Persönlichkeitsentwicklung. Eine Pizza für Jahreszeiten heißt nicht so, weil sie so lange im Zimmer bleiben soll. Ne? Was ist letztlich wichtig im Umgang mit Jugendlichen? Also ich glaube, so ein bisschen, dass man ihnen vertraut. So einen Vertrauensvorschuss sollten sie schon bekommen. Eine gewisse Form von Verständnis dann auch. Und natürlich dieses Loslassen ist ja, das wollen die auch, die Teenies loslassen. Gerade auch bei den Vätern, dass die Kreditkarte loslassen. Da habe ich mich aber auch erstmal gefragt, ist meine Mutter eine Helikoptermutter? Nee, die ist Leiterin der Luftwaffe. Ich möchte die Teenager verstehen und begebe mich auf beide Seiten mal. Und es gibt eine schöne Mischung und insofern hat jeder Spaß. Gute Gags und aus dem Leben. Eine grandiose Show bis jetzt. Bringt es auf den Punkt. Total super. Und wenn man zu lieb ist, dann zieht der so nicht aus. Und sagen bis dahin, tschüss, bis bald, euer Matthias Sohn.